Das kalte Herz. Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht nur der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die dort ganz anders sind als die Bewohner der Nachbargegenden. Größer, breitschultriger, stark, als ob der Duft der Tannen ihnen einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, raueren Mut als den Menschen der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Am schönsten kleiden sich die Bewohner des badischen Schwarzwaldes. Schwarze Wämser, ungeheure, eng gefaltete Pluderhosen, die roten Strümpfe und die spitzen Hüte mit weiter Krempe, fremdartig, ernst und ehrwürdig anzuschauen. Die Leute dort beschäftigen sich gewöhnlich mit Glasmachen, auch stellen sie Uhren her. Auf der anderen Waldseite wohnt ein Teil desselben Stammes. Es sind Holzfäller, die ihr Holz, die Nagold, den Neckar und den Rhein hinab, bis weit hinein nach Holland flößen, wo die Mynheers aus den größten Balken Schiffe bauen. Diese Schwarzwälder kleiden sich ganz anders als die Glasmänner im anderen Teil des Waldes. Sie tragen Wämser von dunklem Leinen, einen handbreiten grünen Hosenträger über die breite Brust, Beinkleider von schwarzem Leder und ihr ganzer Stolz, ungeheuer hohe Stiefel, 2 Spannen weit über die Knie reichend, mit denen die Flößer selbst in tiefem Wasser waten können, ohne nass zu werden. Noch vor kurzer Zeit glaubten die Schwarzwälder an Waldgeister. Und eigentümlicherweise haben sich auch die Waldgeister in jene verschiedenen Trachten geteilt. So heißt es, dass das Glasmännlein, ein gutes Geistchen von nur 3,5 Fuß Höhe, sich nie anders zeige als in einem spitzen Hütlein mit großem Rand, mit Wams und Pluderhöschen und roten Strümpfchen. Der Holländer Michel aber, der auf der anderen Seite des Waldes umgeht, soll ein furchterregender, riesengroßer und breitschultriger Kerl in der Kleidung der Flößer sein. Mit diesen Waldgeistern soll einmal ein junger Schwarzwälder eine sonderbare Geschichte erlebt haben, die ich erzählen will. Eines Tages kam Peter Munk, so hieß der junge Bursche, niedergedrückt von der Arbeit nach Hause. Missmutig und traurig warf er ein paar Geldstücke auf den Tisch und sprach zu seiner Mutter, Frau Barbara Munkin. Hier, das ist alles, was ich in der Stadt für die Kohle bekam. Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Ich sag dir, Mutter, so geht's nicht mehr weiter. Wenn ich nicht bald auf einen grünen Zweig komme, tue ich mir was an. Peter, um Gottes Willen, sprich doch nicht so. Bist doch ein ehrbarer Köhler, so wie dein Vater einer war. Und der ist sein Lebtag stolz auf seinen Stand gewesen. Stolz? Ach, Mutter, worauf sollte ich stolz sein? Kannst dich doch sehen lassen, siehst gut aus. Und was nützt es mir? Nein, ich möchte so sein wie der Tanzbodenkönig. Der ist jung und schön und er hat Geld und die Mädchen im Ort reißen sich um ihn. Oder wie der Große, der dicke Ezechiel, möchte ich sein. Oder wie der lange Schlurker. Geld wie Heu haben die und können tun und lassen, was ihnen gerade einfällt. Ja, Geld wie Heu. Aber verhasst sind sie wegen ihres unmenschlichen Geizes. Und wie sie zu dem Reichtum kamen, weiß kein Mensch. Man spricht, sie haben ihre Seele dem Bösen verkauft. Und doch sind sie angesehen. Von mir aber sagen die Leute alleweil, das ist nur der Kohlenmunk, Peter. Sag, Mutter, wie ging die Sage vom Glasmännlein, das im Tannenbühl auf dieser Seite des Schwarzwaldes zu Hause sein soll? Der Schatzhauser? Ja, meine Großmutter erzählte, der hätte manch bravem Mann zu Glück und Reichtum verholfen. Und wie mussten die Leute es anstellen, dass das Glasmännlein ihnen half? Nun, wer bei ihm sein Glück versuchen will, der muss erst einmal an einem Sonntag zwischen 11 und 2 Uhr geboren sein. Und? Wann bin ich geboren, Mutter? Du? An einem Sonntag, Peter. Um 12 Uhr. Ja, aber man muss auch das Sprüchlein kennen, mit dem der Geist angerufen sein will. Warte mal, ich will sehen, ob ich es zusammenbekomme. Schatzhauser im grünen Tannenwald? Bist schon viel 100 Jahre alt? Weiter? Warte mal. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen. Und der Rest fällt mir nicht ein.
Nein, ich bekomm's nicht mehr zusammen. Aber was soll's denn? Du, Peter Munk, setz dir bloß keine Flausen in den Kopf. So, komm, jetzt wollen wir schlafen gehen. Gleich am nächsten Morgen machte sich der Kohlenmunk Peter heimlich auf den Weg zum Tannenbühl. Er konnte an nichts anderes mehr denken als an das Glasmännlein, das ihm zum Glück verhelfen sollte. Immer einsamer wurde der Wald und immer undurchdringlicher und finsterer, je näher er seinem Ziele kam. Keine Menschenseele wagte sich sonst in dieses Gebiet auf der höchsten Höhe des Schwarzwaldes, denn man sagte, es sei dort nicht geheuer. Als Peter Munk endlich an eine Tanne ungeheuren Umfangs gelangte, machte er Halt. Er dachte sich, oh, eine so große Tanne habe ich noch nie gesehen. Hier wird wohl der Schatzhauser wohnen. Ja, jetzt muss ich sprechen. Wünsche einen recht guten Tag, Herr Glasmann. Hm? Nichts. Nirgends eine Bewegung, er zeigt sich nicht. Ich muss wohl wirklich das Verslein sprechen. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon 400 Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen. Tannen stehen. Weiter kenne ich's nicht. Und darum zeigt sich der Schatzhauser wohl auch nicht. Ach, so ein Pech. Doch, dort hinten, hinter der Tanne, war er das nicht? Peter Munk glaubte, das Glasmännlein genau gesehen zu haben, so wie es immer beschrieben wurde. Er sprang hin, doch schon war nichts mehr zu sehen. Nur glaubte er zuweilen ein leises, heiseres Kichern hinter den Bäumen zu vernehmen. Ha, warte, du kleiner Bursche, dich will ich bald haben. Was? Ich sehe nur noch ein kleines Eichhörnchen. Da jagt es den Baum hinauf. Ach, ich merke wohl, der Schatzhauser spukt hier herum. Aber zeigen will er sich nicht. Irgendwie muss ich die letzte Zeile des Verses herausbekommen. Doch nun fort. Hier wird's mir unheimlich. So schnell die Füße ihn trugen, stürzte Peter Munk davon und suchte das Weite. Doch da er in seiner Kopflosigkeit eine falsche Richtung eingeschlagen hatte, gelangte er auf die andere Seite des Waldes, zu den Flößern. Freundliche Leute nahmen ihn für die Nacht auf und bewirteten ihn. Da brach ein unheimliches Unwetter aus. Hört ihr, wie der Sturm im Walde tobt und rast? Es klingt, als ob Bäume abgeknickt werden und zusammenkrachen. Ich möchte hinaus und aus der Nähe zu sehen, Eni. Wirst du wohl hierbleiben, Junge? Ich möchte keinem raten, jetzt vor die Tür zu gehen. Bei Gott, der kommt nimmermehr wieder. Denn der Holländer Michel haut sich heute Nacht im Wald Stämme für ein neues Floß. Oh, erzähl uns was von ihm, Eni. Ja, erzählt. Bitte. Nun, es geht die Sage, dass sich vor mehr als 100 Jahren hier bei einem reichen Holzhändler ein riesenhafter Kerl namens Michel als Holzfäller verdingte. Bärenstark war er und arbeitete für drei. Nach einem Jahr bat er den Herrn, ihn nun auch als Flößer das Holz in die Ferne zum Verkauf bringen zu lassen. Es wurde ihm gewährt. Als Michel nun mit den anderen Flößern in Köln angelangt war, wo sie sonst ihre Ladung verkauft hatten, sprach er, »Na, ihr seid mir rechte Kaufleute. Glaubt ihr, die Kölner brauchen alles Holz für sich? Nein, sie kaufen es euch um den halben Preis ab und verhandeln es teuer nach Holland. Lasst uns doch das Geschäft machen und selbst dorthin fahren. Das Geld, das wir über den gewöhnlichen Preis bekommen, stecken wir in die eigene Tasche. Dem Herrn daheim wird natürlich nichts davon erzählt. Und? Hörten die Flößer auf ihn? Alle, bis auf einen. Doch den verkaufte der Michel dort in Holland an einen Seelenverkäufer und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Die anderen Flößer aber verprassten und verspielten in Rotterdams Wirtshäusern einen Großteil des gewonnenen Geldes und verkehrten mit Matrosen und leichtfertigem üblen Gesindel. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies und Holländer Michel ihr König. Ihre Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel
und unvermerkt kamen Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland in den Schwarzwald herauf. Und als die Geschichte herauskam? Tja, da war der Holländer Michel nirgends aufzufinden. Aber tot ist er auch nicht. Seit 100 Jahren treibt er seinen Spuk im Wald. Und man sagt, dass er schon vielen behilflich gewesen sei, reich zu werden. Aber auf Kosten ihrer armen Seele. Er verkauft auch weiterhin große Stämme nach Holland, aber die Schiffe, die aus dem Holz gebaut wurden, sind dem Verderben geweiht. In solchen Sturmnächten wie heute, wo der Michel sich da draußen neue Bäume fällt, springen die Balken aus jenen Schiffen. Und sie gehen unter mit Mann und Maus. Ja. Aber nun lasst uns schlafen gehen. Es ist schon spät. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Da, der finstere, riesige Holländer Michel reißt das Stubenfenster auf. Mit seinem ungeheuer langen Arm reicht er einen Beutel mit Goldstücken herein. Ja, Peter Munk, sieh her! Hier! In Holland gibt's Gold. Könnt's haben, wenn ihr wollt, um geringen Soll. Gold, 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 Gold. Ja, Michel, Gold. Ich höre es. Da. Jetzt sehe ich das Glasmännlein. Es reitet auf einer großen grünen Flasche im Zimmer umher. Ja, ich bin's. Hör nicht auf den da. Peter Munk, wolltest doch etwas von mir, oder nicht? Ja, aber der Vers, die letzte Zeile. Ja, dummer Kohlenmunk, Peter. Dummer Peter Munk. Kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen? Und bist doch am Sonntag geboren, schlag 12 Uhr. Reime, dummer Peter, reime. Ach was, hör auf mich, Peter Munk. In Holland gibt's Gold. Könnt's haben, wenn ihr wollt und geringen sollt. Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Am nächsten Tag auf seinem Heimweg begegneten Peter Munk drei Wanderburschen, von denen der eine fröhlich vor sich hin sang. Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal, da hab ich sie gesehen zum allerletzten Mal. Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr. Sehen? Oder was sang der Bursche? Halt, Freund! Was habt ihr da eben auf Stehen gereimt? Lass mich los, bist du verrückt geworden? Ich kann auch singen, was ich will. Los, Freunde, versetzen wir diesem unverschämten Kerl eine Tracht Prügel. So, da hast du. Jetzt ist das Singen an dir. Cool. Aufhören! Verzeiht, ich wollte gewiss nichts Böses. Ihr solltet mir nur sagen, welches Wort ihr auf Stehen reimtet. Ich muss es wissen. Ach, sowas. Ja, also wenn's weiter nichts ist. Der Bursche sang Peter bereitwillig sein Lied nochmals vor, worauf dieser dankend und in höchster Eile dem Wald, dem Tannenbühl zustrebte. Schon hatte er sich sein Verslein für den Schatzhauser zurechtgelegt, als er kurz vor dem Ziel spürte, dass ihm jemand folgte. Ohne stehen zu bleiben, wandte er den Kopf ein wenig und erschrak zu Tode. Mein Gott, der Holländer Michel, er ist's und kein anderer. Riesenhaft groß, sein Gesicht nicht jung und doch nicht alt, aber voll Furchen und Falten, das lange Wams, die ungeheuren Stiefel und eine Stange in der Hand, so hoch wie ein Mastbaum. Peter Munk! Was tust du im Tannenbühl? Ich,
Ich will heim, Landsmann. Lüge nicht, du Kohlenpeter. Oder ich schlage dich mit der Stange zu Boden. Meinst du, ich hab dich nicht betteln gesehen? Bei dem Kleinen. Geh, das war ein dummer Streich. Er ist ein Knauser und gibt nicht viel. Und wem er gibt, der wird seines Lebens nicht froh. Komm zu mir. Ich hab schon manchem braven Kerl aus der Not geholfen. Wie viel Taler brauchst du fürs Erste? Ach, schönen Dank, Herr. Ich will mit euch nichts zu schaffen haben. Ich kenn euch schon. Lasst mich gehen. Wirst es bereuen, Peter. Hey, lauf doch nicht so schnell. Du wirst doch zu mir kommen. Du entgehst mir nicht. Warte doch. Dort ist schon meine Grenze. Peter lief nur umso schneller. Der Riese verfolgte ihn unter Flüchen. Aber schon hatte der Junge den Grenzgraben übersprungen und war wohl in Sicherheit. Wütend warf ihm der Holländer Michel die große Stange nach, um ihn zu zerschmettern. Die Stange zersplitterte in der Luft wie an einer unsichtbaren Mauer. Nur ein langes Stück fiel zu Peter herüber. Triumphierend hob er es auf, um es zurückzuwerfen. Aber da... Was ist das? Das Holz bewegt sich in meiner Hand, wird zur Schlange. Fort mit dir. Vergebens, sie hat sich fest um meinen Arm gewickelt. Mit geifernder Zunge kommt sie meinem Gesicht näher und näher. Ich bin verloren. Hilfe! Da rauschte auf einmal ein ungeheurer Auerhahn nieder, packte den Kopf der Schlange und erhob sich mit ihr in die Lüfte. Bist noch einmal davongekommen, Peter Munk. Nun aber rasch zum Glasmännlein. Ah, da ist schon die große Tanne. Heute musst du mir wohl erscheinen, Herr Schatzhauser. Ich hab gereimt. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon 400 Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen? Lass dich nur Sonntagskindern sehen. Hast zwar nicht ganz getroffen, aber weil du es bist, Kohlenmunk, Peter, so soll es hingehen. Sprach eine zarte, feine Stimme neben ihm. Erstaunt sah er sich um. Und unter einer Tanne saß ein kleines, altes Männlein in schwarzem Wams, roten Strümpfen und den großen Hut auf dem Kopf. Es hatte ein freundliches Gesichtchen, ein Bärtchen, zart wie aus Spinnweben und rauchte aus einer Pfeife von blauem Glas. Und als Peter näher trat, sah er, dass seine ganze Kleidung ebenfalls aus gefärbtem Glas bestand, das sich wie Tuch jeder Bewegung des Männleins anpasste. Du bist dem Flegel begegnet, dem Holländer Michel. Ja, Herr Schatzhauser. Und da ich annehme, dass ihr der Auerhahn wart, der mich gerettet hat, sag ich euch schönsten Dank. Ah, schon gut. Peter Munk, ich weiß, warum du hier bist und ich will dir helfen. Oh, ja dann. Ich möchte nicht länger als elender Kohlenbrenner mein Leben fristen. Ich könnte ganz was anderes darstellen. Halt, halt. Ich hoffe, nicht die Eitelkeit und Liebe zum Müßiggang treibt dich zu mir. Hochmut kommt vor den Fall. Doch es sei, wenn du versprichst, brav zu arbeiten, will ich dir zu etwas Besserem verhelfen, Peter. Drei Wünsche darfst du aussprechen. Die ersten zwei sind frei, den dritten kann ich verweigern, wenn er töricht ist. Heißer! Ihr seid ein treffliches Glasmännchen, Herr Schatzhauser, bei dem wahrhaftig die Schätze zu Hause sind. Nun, so wünsche ich fürs Erste, dass ich noch besser tanzen kann als der Tanzbodenkönig und jedes Mal so viel Geld ins Wirtshaus bringe wie der dicke Ezechiel. Ach, schäm dich für solch dummen Wunsch. Hoffentlich ist der Zweite klüger. Tja, dann möchte ich als Zweites die schönste und reichste Glashütte im ganzen Schwarzwald haben, mit allem Zubehör und Geld, sie zu leiten. Sonst nichts, Peter? Sonst nichts? Ihr könntet noch ein Pferd dazu tun und ein Wägelchen. Ach, du dummer Kohlenmunk, Peter. Pferde, Wägelchen. Verstand und Einsicht hättest du dir wünschen sollen. Aber nun, gut. Der zweite Wunsch war im Ganzen nicht töricht.
Eine gute Glashütte nährt ihren Mann und Meister. Aber ich könnte mir doch als drittes Verstand wünschen. Ein Wunsch ist doch noch offen. Nichts da. Du wirst noch in manche Verlegenheit kommen, wo du froh bist, noch einen Wunsch frei zu haben. Nun mach dich auf den Heimweg. Hier hast du 2000 Gulden. Damit genug. Und komm nicht wieder, um Geld zu fordern. Kauf dir die große Glashütte vom alten Winkfetz im Unterwald. Der ist gestern gestorben. Halt dich wohl und sei fleißig und hüte dich vorm Wirtshaus laufen. Dein erster Wunsch war töricht. Ein paar Wochen später. Aus Peter Munk war ein stolzer und zufriedener Glashüttenbesitzer geworden. Aber er hielt es nicht lange aus, tagtäglich nur die Arbeit der Gesellen zu überwachen, und so begann er, ins Wirtshaus zu gehen. Zuerst vereinzelt, dann jeden Abend. Ja, dort saßen sie alle, die er früher so beneidet hatte. Und nun war er ihnen gleich. Ja, er übertraf sie an Freigebigkeit und natürlich auch auf dem Tanzboden, sodass man ihn bald den Tanzkaiser nannte. Bald war er nur noch im Wirtshaus zu sehen, wo er mit dem dicken Ezechiel oder dem langen Schlurker um Geld würfelte. Darüber kam seine Glashütte bald in Verfall. Und Hab und Gut des Spielpeters, wie er nun meist genannt wurde, war kurze Zeit später ganz verschuldet. Eines Abends, als er das Wirtshaus verlassen hatte, gesellte sich ihm auf dem Heimweg eine Gestalt zu. Es war das Glasmännlein. Ah, ihr seid es, Schatzhauser. Ja. Nun, ich bin ja weit gekommen mit euren Gaben. Morgen kommt der Amtmann und pfändet meinen Besitz. So, bin ich also schuld? Hieß ich dich nicht Verstand wünschen und Klugheit? Ach, dummes Geschwätz. Ich bin so klug wie jeder andere auch und werd's dir jetzt zeigen, du Schatzhauser. Den dritten Wunsch sollst du mir jetzt gewähren und so will ich hier auf der Stelle 2x100.000 Taler haben und ein Haus und... Schreiend fuhr er zurück und schüttelte die Hand, mit der er das Glasmännlein gepackt hielt, denn dieses hatte sich in glühendes Glas verwandelt und war auf der Stelle verschwunden. Ah, das war schlimm. Ach, nichts als Unglück. Aber warte, Peter Munk, noch ist nicht aller Tage Abend. Zurück ins Wirtshaus, zu einem Spiel mit dem großen Ezechiel. Solange der Wunsch erfüllt bleibt, dass ich so viel Geld in der Tasche habe wie er, ist die Not nur halb so schlimm. Ja, der Wunsch blieb erfüllt. Allerdings in einer Weise, die er nicht erwartet hatte. Beim Spiel hatte der Dicke Pech und verlor Gulden um Gulden, bis er keinen roten Heller mehr in der Tasche hatte. So, jetzt geht's ums Ganze. Ja. 15. Du bist dran, Peter Munk. Ja. Ja. Pasch. 18. Wiedergewonnen, Großer. So. Das war der Letzte. Peter fuhr zurück, als er die heisere, wohlbekannte Stimme in seinem Rücken hörte. Riesengroß sah er den Holländer Michel hinter sich stehen. Und er ließ erschrocken das Geld fallen, das er schon eingestrichen hatte. Der dicke Ezechiel aber sah den Geist nicht und dröhnte. Nun, was ist? Für den Fall, dass ich verliere, hast du vorhin versprochen, mir 10 Gulden zum Weiterspielen vorzustrecken. Also, gib schon her. Ich hab nichts mehr. Ja, natürlich. Hier. Wo ist das Geld? Ich hab nichts mehr. Keine Gulden her. Nichts mehr in der Tasche. So kann es also auch kommen, wenn man sich gewünscht hat, immer so viel Geld wie der Große in der Tasche zu haben. Jetzt hat er nichts mehr und auch ich nichts mehr. Ezechiel, mein Geld ist weg. Auch ich habe keins mehr. Was? Das soll ich glauben? Die ganze Zeit hast du gewonnen und jetzt? Das ist Zauberei. Weggehext hast du all deine Gewinne. Das kannst du mir wieder nicht machen. Warte, du Betrüger und Zauberer. Ja, ja. Gleich morgen früh werde ich dich vor Gericht der Hexerei und Zauberei anklagen. Was? Und dann wollen wir ja sehen, wer bald auf dem Scheiterhaufen brennen muss. Hey,
Kommt, Leute, reißt ihm das Zeug vom Leibe. Hey, werft ihn zur Tür hinaus. Hexenmeister. Ja. Ja. Runter mit dem vor dem Wams. Lass mich aus mit dir, Lügner. Betrüger, da. Lass mich. Als am nächsten Morgen der Amtmann und der Gerichtsdiener das Haus von Peter Munk aufsuchten, fasste dieser einen verzweifelten Entschluss. Jetzt kann nur noch der Holländer Michel helfen. Ich werde mich heimlich aus dem Staube machen und sehen, ob er mir noch gewogen ist. Gesagt, getan. So schnell die Füße ihn trugen, lief er fort in den finsteren, einsamen Wald. Als er auf dem Tannenbühl an dem Platz vorbeirannte, wo er das Glasmännlein gesprochen hatte, war ihm, als hielte eine unsichtbare Hand ihn auf. Aber er riss sich los und lief weiter, bis er jenen Grenzbach überquert hatte. Noch außer Atem rief er: Holländer Michel! Herr Holländer Michel! Nun, kommst du! Haben sie dir die Haut abziehen und dein Läubchen verkaufen wollen? Sei ruhig, dein ganzer Jammer kommt nur von dem kleinen Glasmännlein. Dem Knauser und Frömmler her. Komm, folge mir in mein Haus. Dort wollen wir sehen, ob wir handelseinig werden. Bangen Herzens schritt Peter dem Riesen einen steilen Waldsteig nach, bis sie plötzlich vor einer dunklen, tief abschüssigen Schlucht standen. Holländer Michel sprang den Felsen hinab, als wäre es eine Treppenstufe. Und unten angekommen, machte er sich, fast wäre Peter in Ohnmacht gesunken, so groß wie ein Kirchturm, reichte ihm einen Arm hoch, so lang wie ein Weberbaum und eine Hand daran so breit wie ein Wirtshaustisch, und rief dröhnend herauf: Setz dich auf meine Hand und halt dich an den Fingern fest, so wirst du nicht fallen. Es ging weit hinab. Und je tiefer Peter kam, umso kleiner wurde der Holländer Michel wieder. Und wenig später saß der Kohlenmunk Peter ihm schließlich in der Stube eines reichen Hauses gegenüber. Michel bewirtete ihn mit Wein und erzählte von den Freuden der Welt, von fremden Ländern, schönen Städten und Flüssen, so dass Peter von großer Sehnsucht danach gepackt wurde. So, mein Freund, und nun sage mir, was hat dich bisher gehindert, all das kennenzulernen und zu genießen? Weiß nicht. Sag du es mir. Nun, dein Herz. Ja. Dein Herz machte dich erzittern, als der Amtmann dein Haus finden wollte. Dein Herz ließ dich Mitleid mit den armen Bettlern und faulen Gesindel empfinden, so dass du ihnen von deinem kostbaren Geld Almosen gabst. Und was hast du davon gehabt? Nichts. Nichts! Hast die Rechnung ja heute Morgen erhalten. Sieh, du bist mutig, kräftig, klug. Was stand dir immer im Wege, wirklich ganz dein Glück zu machen? Nie etwas anderes als das dumme, angst- und mitleidvoll pochende Herz. Gib es mir, und du wirst sehen, wie gut du es dann hast. Was? Euch mein Herz? Da müsste ich ja sterben. Nicht bei mir. Sieh dich um. Was glaubst du, was dort auf den Gesimsen in jedem einzelnen Glas wie ein Ding schwimmt? Sind es Herzen? Erraten. Lies, wem sie gehören. Hier. Das Herz des Amtmanns. Und hier das des dicken Ezechiel. Hier Tanzbodenkönig, langer Schlurker. Und hier der Oberförster. Da 6 Herzen von Kornwucherern. Dort die von 8 Werbeoffizieren. Hier 3 Geldverleiher. Kurz, Peter Munk, eine Sammlung der angesehensten Herzen vom ganzen Schwarzwald. Sie, diese alle, haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Aber was tragen Sie denn jetzt dafür in der Brust? Dies hier. Nimm's hin. Ein
steinernes Herz. Furchtbar. Sag, das muss doch sehr kalt sein in der Brust. Freilich? Angenehm. Kühl. Zum Beispiel im Sommer. Warum soll denn ein Herz warm sein? Das birgt nur Nachteile. Nun komm. Hast du an 100.000 Gulden fürs Erste genug? 100.000? Wenn du es halbwegs geschickt anstellst, kannst du bald Millionär werden. Einverstanden? Nun also, ich wusste es doch, dass du ein vernünftiger Bursche bist. Komm, lass uns noch einen trinken und dann will ich das Geld auszahlen. 2 Jahre lang fuhr Peter in der Welt umher, sah alles und ließ sich's wohl sein. Doch nichts freute ihn mehr. Keine Aussicht ins Tal, kein Haus, kein Bild, keine Musik, kein Tanz, kein Essen, kein Trinken, kein Schlaf. Sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil. Hie und da erinnerte er sich zwar, dass er fröhlicher und glücklicher gewesen sei, als er noch arm war und arbeiten musste, um sein Leben zu fristen. Oder es kam ihm sonderbar vor, dass er jetzt über gar nichts mehr lachen konnte. Und sonst hat er über den kleinsten Scherz gelacht. Ja, er fühlte, dass er überaus ruhig sei, aber zufrieden fühlte er sich nicht. Es war nicht Heimweh oder Wehmut, sondern öde, Überdruss, freudloses Leben, was ihn endlich wieder in die Heimat trieb. Sein erster Gang war zum Holländer Michel. Michel, ich habe nun alles erlebt und alles gesehen, und doch... Bist du nicht zufrieden, ich weiß. Ich kenne euch Menschen. Im Genuss verschmachtet ihr nach Begierde, in der Begierde verschmachtet ihr nach Genuss. Nenn's, wie du willst. Sag, kannst du das Steinherz nicht ein wenig fühlsamer machen? Oder gib mir mein altes Herz zurück. Wenn du einmal tot bist, Peter Munk, dann soll es dir nicht fehlen. Dann sollst du dein weiches, rührbares Herz wiederhaben. Und du kannst dann fühlen, was kommt. Freud oder Leid. Aber hier oben kann es nicht mehr dein werden. Doch nun zur Sache, Peter. Weil du müßig warst, hattest du Langeweile. Darum lass dich hier irgendwo nieder, bau ein Haus, vermehre dein Vermögen, heirate. Es hat ja Arbeit gefehlt. Hier. Da sind noch einmal 100.000 Gulden. Dank. Dank dir, Holländer Michel. Bist doch ein wahrer Freund. Das will ich meinen. Bald war im ganzen Schwarzwald zu hören, der Kohlenmunk Peter oder Spielpeter sei wieder da und noch viel reicher als zuvor. Es ging auch jetzt, wie es immer geht. Als er am Bettelstab war, wurde er im Wirtshaus zur Tür hinausgeworfen und jetzt schüttelten sie ihm die Hand, lobten sein Pferd, fragten nach seiner Reise und als er wieder mit dem dicken Ezechiel um harte Taler spielte, stand er in der Achtung so hoch wie je zuvor. Komm, trink, Ezechiel. Auf dein Wohl, Peter Munk. Ja. Oh, tja, alter Freund, wer hätte das gedacht? Aber ich sag dir, so wie du es jetzt machst, so ist es richtig. Keinen Heller mehr ans Bettelvolk weggeschenkt und nicht mehr die Glasbläserei. Es bringt nichts, sondern Holz- und Kornhandel. Und nebenbei, ohne viel Aufsehen, das Geld verleihen. Ja, zum Teufel, das bringt am meisten. Du weißt doch, der halbe Schwarzwald ist mir schon schuldig. Ich mache eben nicht mehr viel Federlesens. Wenn einer das geliehene Korn oder Geld nicht zurückzahlen kann, schicke ich den Amtmann auf den Hof oder Besitz. Der schätzt und verkauft das Ganze und ich habe wieder, was meinst. Nun ja, anfangs belagerte dann das unflätige Bettelvolk, dem ich Haus und Hof genommen, meine Türe mit Bitten und Gejammer. Aber seit ich ein paar tüchtige Fleischerhunde angeschafft habe, hat diese Katzenmusik schlagartig aufgehört. Aber eine darf noch kommen, sagt man. Die kriegt an deiner Tür hin und wieder ein paar Batzen. Ach, die, das alte Weib. So gebrechlich alt und arm.
Ist schließlich meine Mutter. Gebe ich ihr ab und zu was, verschwindet sie gleich wieder und stammelt ihren Dank. So hat man seine Ruhe. Ja, aber sag, Großer, weißt du nicht eine Frau für mich? Was für eine Frage. Jeder Vater im Schwarzwald würde einem so reichen und geachteten Mann wie dir auf der Stelle seine Tochter geben. Hast du nicht schon den ganzen Schwarzwald und alle Tanzböden abgesucht? Ist dir keine schön genug? Nein. Verstehe doch. Die Leute sollen gerade in dem Punkt mein Glück und meinen Verstand preisen. Ich meine, wenn's dir nicht auf Mitgift ankommt, ich wüsste eine. Ein paar Stunden entfernt wohnt ein armer Holzhauer. Der hat eine Tochter, die soll die schönste und tugendsamste im ganzen Schwarzwald sein. Sie lebt still und für sich, besorgt geschickt und fleißig ihres Vaters Haus und lässt sich nie nirgendwann auf dem Tanzboden sehen. Davon hast du mir nicht eher erzählt, Großer. Das Mädchen muss meine Frau werden. Gleich morgen früh führst du mich zu ihr hin. Natürlich willigte der überglückliche Vater in das Werben des vornehmen, reichen Herrn Peter Munk ein und gab ihm seine Tochter zur Frau. Aber die schöne Lisbeth sollte keine gute Zeit haben. Nichts konnte sie ihrem Manne recht machen. Und als er gar merkte, dass die gutherzige Frau Bettelleuten Almosen gab, da schalt er sie voller Zorn. Wie kommst du dazu, mein Vermögen an Lumpen und Straßenläufer zu verschleudern? Hast du was mitgebracht, das du wegschenken könntest? Ertapp ich dich noch einmal dabei, so sollst du meine Hand fühlen. Hast du mich verstanden? Ja, Peter Munk, ich hab dich verstanden. In ihrer Kammer weinte sie über ihren geizigen, hartherzigen Mann. Ach, hätte sie gewusst, dass er ein Herz von Stein habe. So oft sie nun Bettler kommen sah, drückte sie die Augen zu, um das Elend nicht zu sehen. Sie ballte die Hand fester, damit sie nicht unwillkürlich in die Tasche fahre, ein paar Kreuzer herauszulangen. So kam es, dass die schöne Lisbeth im ganzen Wald verschrien wurde und es hieß, sie sei noch geiziger als Peter Munk. Eines Tages nun kam ein kleines, altes Männlein des Weges. Es trug einen großen, schweren Sack, so dass es grad vor dem Haus fast zusammenbrach. Oh, habt Barmherzigkeit, Frau, und reicht mir einen Trunk Wasser, sonst verschmacht ich auf der Stelle. Ich seh's, armer Alte. Wartet, soll ich ihm nicht lieber einen Schluck Wein und ein Stück Brot geben? Nur diesmal. Das Männlein ist halb tot und mein Mann ist noch nicht zu Hause. Er wird's nicht merken. Hier, guter Alte, nimm und stärke dich. Dank, dank auch. Ein so gutes Herz, Frau Lisbeth, habe ich nur selten gesehen. Seid gewiss, das bleibt nicht unbelohnt. Nein, und den Lohn soll sie auf der Stelle haben. Peter! Allerdings, und früher zurück als erwartet. Und was sehe ich? Meinen Ehrenwein vergießt du an Bettelleute, meinen Mundbecher gibst du an die Lippen der Straßenläufer. Da, nimm deinen Lohn. Oh, da, nein, so. Peter! Oh. So. Oh. Was habe ich getan? Lisbeth! Lisbeth, komm zu dir! Gib dir keine Mühe, Kohlenpeter. Sie ist tot. Die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald hast du zertreten. Und nie mehr wird sie wieder blühen. Hör ich recht? Ihr wart der Bettler, Schatzhauser. Nun, ich hoffe, ihr werdet mich nicht anzeigen. Es sind nicht irdische Gerichte, die du zu fürchten hast, sondern andere. Du hast deine Seele an den Bösen verkauft. Ja, und wenn ich's tat? Niemand anders ist schuld daran als du, türkischer Zwerg. Du hast mich im Stich gelassen, dass ich bei jenem Hilfe suchte. Nur du bist schuld, du! Da schwoll das Glasmännlein riesengroß an. Flammen blitzten aus seinen Augen und es packte Peter mit Geierskrallen im Nacken und schmetterte ihn zu Boden, dass die Rippen krachten. Mit Donnerstimme rief es: Erdenwurm! Ich könnte dich zermalmen! Aber um dieser toten Frau willen, die barmherzig war, gebe ich dir 8 Tage Frist.
Bekehrst du dich nicht zum Guten, so komme ich, dich zu vernichten. Und du fährst hin in deinen Sünden. Erst 2 Tage später war der zerschundene Peter Munk wieder auf den Beinen, sodass er sich ins Wirtshaus schleppen konnte. Nach manchem Hin und Her fragte er den Großen. Sag, Ezechiel, was wird eines Tages aus uns? Nach dem Tod, meine ich. Unser Schulmeister erzählte, da werden die Herzen gewogen, wie schwer sie sich versündigt haben. Dann sieht's nicht gut aus für ein Herz so fest wie Stein. Was willst du damit sagen, Peter Munk? Du weißt, dass ich... pocht das Deinige auch nicht mehr? Weißt du, ich hatte heute Nacht einen Traum. Meine Frau flüsterte mir immer zu, Peter, verschaff dir ein wärmeres Herz. Sag, wo ist die Lisbeth eigentlich geblieben? 2 Tage hat man sie nicht mehr gesehen. Die Lisbeth? Sie ist verreist, nur verreist. Die Unruhe und Angst trieben Peter Munk endlich auf den Tannenbühl. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist viele 100 Jahre alt. Dein ist da Land, wo Tannen stehen. Lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Was willst du von mir, Peter Munk? Ich hab noch einen Wunsch bei euch frei, Herr Schatzhauser. Nehmt mir den toten Stein aus der Brust und gebt mir mein lebendiges Herz zurück. Hab ich den Handel mit dir gemacht? Geh zum Holländer Michel. Ach, der gibt es nimmer zurück. Nun, du dauerst mich, so schlecht du auch bist. Und weil dein Wunsch nicht töricht ist, will ich dir immerhin helfen. Mit Gewalt bekommst du dein Herz nie zurück. Wohl aber durch List. Denn so klug sich der Holländer Michel dünkt, er bleibt doch nur der dumme Michel. Hör zu. Du gehst zu ihm hin und bittest um mehr Geld, damit du außer Landes gehen kannst. Er weiß, was geschehen ist und wird dir Geld geben. Dann fang an, davon zu reden. Du glaubst nicht, dass du wirklich ein Stein bist. Mit einem kleinen Kreuz in der Hand, das ihm das Glasmännlein zum Schutz mitgegeben hatte, begab sich Peter nun zum Holländer Michel. Brauche Geld, Michel. Hab mal ein Weib erschlagen, weil sie das Vermögen ans Bettelvolk brachte. Tja, du musst außer Landes gehen. Erraten. Und nach Amerika, ist's weit. Du sollst genug Geld bekommen. Warte, ich hol's dir. Du, Michel. Michel, du bist schon ein loser Vogel, dass du mich so belogen hast. Ich hätte einen Stein in der Brust. Und du habest mein Herz. Was? Ja. Ja, fühlst du denn nicht, wie kalt es ist? Hier, dort in den Gläsern. Das sind die echten Herzen. Ach, wie dir das Lügen von der Zunge geht. Auch der dicke Ezechiel sagt, dass du uns und die anderen angelogen hast. Die Herzen hier in deiner Kammer sind Nachahmungen aus Wachs. Nichts anderes. Doch, Teufel, sei still, du machst mich rasend. Hier, sieh all die Zettel an den Gläsern. Und hier, da, das ist Peter Munks natürliches Herz. Sieh doch, wie es pocht und zuckt. Warte, ich werde es dir beweisen. Du sollst selbst fühlen, dass dies dein echtes Herz ist. Ich setz es dir ein. So. Nun, wie ist dir? Was fühlst du? Tatsächlich. Du hast doch recht gehabt. Nicht wahr? Und zaubern kann ich. Das siehst du. Aber komm. Ich will dir den Stein wieder einsetzen. Halt, Herr Michel! Mit Speck fängt man Mäuse. Und diesmal bist du der Betrogene. Zugleich fing er an zu beten, was ihm einfiel, und streckte dem Riesen das Kreuz entgegen. Da wurde Michel kleiner und immer kleiner, fiel nieder und wand sich am Boden und ächzte. Und alle Herzen umher fingen an zu zucken und zu pochen, wie in der Werkstatt eines Uhrmachers. Peter rannte davon, während Michel sich aufraffte und ihn unter wilden Flüchen verfolgte. Ein schreckliches Gewitter zog auf und Blitze zerschmetterten krachend die Bäume. Völlig erschöpft gelangte Peter in Sicherheit in das Revier des Glasmännleins, das ihn erwartete. Hast du dein Herz wieder, Peter? Ja, ich hab es wieder.
Aber es will mir gleich zerbrechen, wenn ich bedenke, was ich verbrochen, wie ich gelebt habe. Nun, Peter Munk, da du Reue empfindest, so ergehe Gnade vor Recht. Blick dich um. Sieh, wer dort steht. Es waren Lisbeth und Peters Mutter, die auf ihn warteten. Überglücklich schloss er sie in die Arme und dankte dem Glasmännlein unter Tränen. Dann zogen sie nach Hause, wo Peter wieder ein Köhler wurde und es durch Fleiß und mit Hilfe des Schatzhausers nach und nach zu einem kleinen Besitz und Ansehen brachte. Oft noch sagte Peter Munk, als er schon graue Haare hatte, »Es ist doch besser, zufrieden zu sein mit wenigem, als Gold und Güter haben und ein kaltes Herz.«